Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch eine weitere mögliche Lösung zeigen, wenn unser Windows-PC Faxen macht. Und zwar, wenn wir ständig irgendwelche Fehlermeldungen erhalten, wie zum Beispiel Host reagiert nicht mehr und unsere Programme nicht mehr starten. Der Windows-Startmenü reagiert auch nicht mehr, ja, das öffnet sich einfach nicht mehr. Oder unsere Icons sind plötzlich verschwunden von unserem Desktop hier, ja, beziehungsweise nicht mehr angezeigt. Und auch der Windows Explorer reagiert nicht mehr, öffnet sich nicht mehr. Wir können also im Prinzip gar nichts mehr machen, ja, wir können nicht mehr arbeiten und auch nicht mehr spielen. Als erstes wäre da natürlich ein Backup bzw. eine Zurücksetzung auf einen früheren Zeitpunkt angesagt. Allerdings ist es so, ja, erfahrungsgemäß haben da die wenigstens einen Wiederherstellungspunkt bzw. ein System-Backup. Deswegen wird Windows da einfach neu installiert oder halt komplett zurückgesetzt auf Werkeinstellungen. Sehr oft zumindest, obwohl es nicht immer sein muss. Genau, und nun will ich euch aber, wie gesagt, eine weitere Reparaturmöglichkeit hier zeigen, die meistens funktioniert und auf jeden Fall ein Versuch wert ist, ja, bevor wir uns halt die Neuinstallation machen. Und zwar, alles was wir brauchen, ist da eine PowerShell oder eine Kommandozeile als Admin. Ja, den Link findet ihr nachher, beziehungsweise unter dem Video hier. Wir werden das kleine Tool hier nutzen, SFC, ja, das ist der System File Checker. Genau, hier sehen wir nochmal, ja, bei fehlenden oder beschädigten Systemdateien. Hier haben wir nochmal die Systeme, für die es hier gilt, ja, von Windows 7 hier bis Windows 10. Genau, das ist zu Deutsch heißt das Systemdateiüberprüfungsprogramm, ja, das ist ein Hilfsprogramm in Windows, mit dem Benutzer Windows Systemdateien auf Beschädigungen überprüfen und beschädigte Dateien wiederherstellen können. Das könnt ihr euch nachher dann in Ruhe hier durchlesen bei Interesse. Da gibt es jede Menge mehr Infos hier. Ich will das jetzt hier nicht so lange machen. Genau, wir können auch schon direkt loslegen hier. Wir rufen uns jetzt eine Kommandozeile, wie gesagt, oder eine PowerShell auf. Das wird nur ein bisschen problematisch, wenn wir jetzt hier unser Menü hier nicht mehr reagiert, nicht mehr öffnet, ja, und auch unser Windows Explorer hier nicht, ja. Manchmal öffnet sich und friert aber sofort ein, vielleicht, wenn, ja, und zwar gibt es da einen kleinen Trick, beziehungsweise, ja, müssen wir das über einen Umweg öffnen, unsere PowerShell, und zwar, ich mache mal das hier so, zack, Vollbild, über den Task Manager, ja, ich starte das jetzt hier mal so, oder es geht auch mit dem Steuerung Alt entfernen halt und Task Manager öffnen. Und hier haben wir Datei, ja, einfach draufklicken und neue Task ausführen. Und genau, hier haben wir schon einfach Notepad hier eingeben und auf OK klicken. Den Task Manager können wir auch schon schließen hier. Nun haben wir hier unser Notepad, jetzt gehen wir wieder hier nochmal auf Datei und öffnen. Zack, und schon poppt hier unser Windows Explorer dann auf. Ja, und jetzt gehen wir meinetwegen hier auf den Desktop, ja, bin ich hier auf eine freie beliebige Stelle hier mit der rechten Maustaste, also in dem Windows Explorer hier, und hier nochmal auf 9 hier in diesem Kontextmenü, ja, und wir erstellen uns eine Verknüpfung hier, auf Verknüpfung, zack, draufklicken, und hier, welche Verknüpfung, hier geben wir einfach PowerShell ein. Ich glaube, das sollte reichen. Und einfach auf Weiter. Einen Namen. Okay, hier können wir uns einen beliebigen Namen ausdenken. Ich lasse mal jetzt so PowerShell und einfach auf Fertigstellen hier. Und schon haben wir hier eine Verknüpfung auf dem Desktop. Ja, wenn wir jetzt hier in diesem Dropdown-Menü hier einfach alle Dateien auswählen, zack, haben wir hier die Verknüpfung. Genau, und jetzt einfach mit der rechten Maustaste hier und ganz wichtig, als Administrator ausführen, zack, und jetzt, ja, nochmal bestätigen hier, das können wir alles schon wieder schließen hier, sorry, so, unsere PowerShell ist jetzt da und jetzt einfach mit einer Zeile hier, wenn das jetzt, das haben wir hier nochmal,
Hier sind noch ein paar Sachen hier, wenn das jetzt nicht funktioniert, das mache ich dann in dem nächsten Video, dann lassen wir jetzt erstmal weg hier. Ja, das ist jetzt, wir können erstmal hier mit versuchen. SFC Scan Now. Ich kopiere mir das jetzt einfach mal hier. Ich denke, das sollte funktionieren, aber meine PowerShell ist noch nicht da ganz. Okay, das dauert jetzt hier ein bisschen irgendwie, weil na, ich kann das versuchen. Nee. Irgendwie hat sie da, das ist extrem langsam hier. Und genau, die Zeile, die geben wir dort ein, ja, SF, also Scan File Checker, Leerzeichen, Slash, Scan Now. Und schon beginnt das nach beschädigten Systemdateien zu suchen. Irgendwie kommt jetzt aber meine PowerShell jetzt hier nicht richtig. Wir hoffen, das dauert jetzt nicht allzu lange. Ja, und wenn das, also dieser Scan, das dauert ziemlich, also das dauert auf jeden Fall ein paar gute Minuten, vielleicht 10 Minuten oder so, da ist sie ja. Ich versuche mal jetzt hier einzufügen. Okay, das hat nicht funktioniert, ist egal. SFC. Wow. Irgendwie hängt das hier ein bisschen. Das ist jetzt eine virtuelle Maschine hier. Dieser Scan, das dauert vielleicht bis zu 10 Minuten oder auch länger. Da müssen wir einfach geduldig abwarten, bis das durch ist. Uns wird auch angezeigt, der Fortschritt im Prozent. Und wenn das durch ist, ja, nachdem der Scan gelaufen ist, dann bekommen wir am Ende dann auch eine Meldung, ja, dass die Fehler gefunden und behoben wurden. Und ja, dann müssen wir den Rechner einfach einmal neu starten danach. Und schon ist der Fehler behoben. Im glücklichsten Fall natürlich. Sollte das nicht der Fall sein, ja, dass der Fehler immer noch da ist, beziehungsweise wenn wir eine andere Meldung bekommen, die haben wir hier nochmal. Irgendwo war hier, genau, hier ist nochmal, wie gesagt, die eine Erklärung. Genau, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wird eine der folgenden Meldungen angezeigt. Ja, hier haben wir. Der Windows-Ressourcenschutz hat keine Integritätsverletzungen gefunden. Das bedeutet, dass keine Systemdateien fehlen oder beschädigt sind. Oder der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden. Probleme wurden nicht behoben. Und so weiter, wenn wir vielleicht Pech haben. Nicht gefunden, konnte einige Dateien nicht reparieren. Ja, da gibt es, dann machen wir hier weiter. Das werde ich aber in dem nächsten Video machen, damit es sich hier nicht so lange hinzieht hier. Meine PowerShell, okay, jetzt ist sie irgendwie da. Ich versuche das jetzt einfach mal zu starten hier, den Prozess, aber SFC Scan Now und Enter. Das hängt hier ein bisschen sehr irgendwie heute mit meiner. Okay, auf jeden Fall, jetzt wird jetzt der Scan hier starten. Ich versuche mal jetzt einfach mal abzubrechen. Ich schließe das ganz brutal und starte das nochmal. Jetzt habe ich das aber nicht als Admin gestartet. Als Administrator. Ich hoffe, dass es jetzt irgendwie, zack, geht jetzt schneller. Oder wieder nicht, okay. Okay, das hängt jetzt ein bisschen sehr hier. Ich kann mal auf der Hostmaschine hier mir eine PowerShell aufrufen. Da ist sie als Admin ausführen. Das ist jetzt hier meine Hostmaschine. Ich schmeiße jetzt einfach mal. Zack, hier ein SFC, damit ihr seht, wie das aussieht. Ja, wenn das Scan Now und Enter und schon geht es los hier. Ja, Systemsuche wird gestartet. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Ja, da kommt schon eine Warnung hier, ein Hinweis. Überprüfungsphase der Systemsuche wird gestartet und hier wird uns der
Fortschritt halt angezeigt. Und wie gesagt, wenn das dann durch ist, das dauert wie gesagt eine Zeit lang, müssen wir abwarten. Dann bekommen wir eine der folgenden Meldungen, hoffentlich, dass die Dateien da, die beschädigten Dateien repariert wurden. Und nach dem Neustart ist alles wieder beim Alten und wir können wieder arbeiten oder spielen. Oder arbeiten und spielen halt. Und ja, wenn nicht, werden wir in den nächsten 3-4 Tagen werde ich noch einmal ein Video hochladen, falls wir hier eine Meldung, falls das nicht funktioniert hat. Da gibt es noch 1-2 Schritte, die wir machen können. Ja, wenn ihr Fragen jetzt oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Abo und ein Like freue ich mich natürlich auch. Ja, denkt dran, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, einfach abonnieren und auf die Glocke drücken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.